Willkommen zurück zu Terraria Adventure Maps! A Link to Terraria! Boah, ist das hier heiß! Wir sind mitten im Feuertempel! Das ist so spannend! Alles ist stachelig und feurig. Aua! Und wo man hinsieht, kriegt man Schaden. Wir sind alle beisammen. Da hüpft gerade Timo ein bisschen rum und ich hüpfe gerade ein bisschen rum hier und Johan hüpft gerade ein bisschen rum und jetzt hüpft auch Manu ein bisschen rum. Genau. Aua! Wir kämpfen uns hier gerade ein bisschen durch den Feuertempel. Und es ist nicht ganz so einfach, wie wir das gehofft hatten. Aber wir schaffen das bestimmt trotzdem. Huch. Also Johan ist... Nee, wer ist schon vorne? Timo ist schon vorgegangen. Ich stehe sicher, ja. Ja, der Eisstab ist total nützlich hier, weil man sich damit so lustige Plattformen bauen kann. Und das machen wir gerade. Die halten allerdings nicht ewig. Ist aber trotzdem super cool. Ja. Okay, wo geht's weiter? Ich seh noch nicht mal die nächste Plattform, aber die müsste ja hier irgendwo sein. Ja, nach, soll ich mal hin? Nach rechts. Ja, mach das mal, Timo. Geh da mal hin. Zwei. Das sah nach Lava aus. Aha, da ist sie. Ja, ich bin daneben gesprungen. Aber ich stehe nicht sicher, also teleportieren geht nicht. Okay. Anders. Oh, es ist rutschig. Aber hallo. Okay. So, wo lang jetzt? Also man kann nach links oben und man kann nach rechts oben und nach rechts. Okay, was meint ihr? Das sieht alles sehr nicht oder nicht sehr einladend aus. Hm. Also nach rechts geht nicht, oder? Nee. Ah doch, da doch. Unten durch und unter den Stacheln durch. Ja. Das sieht aber irgendwie nicht so gemütlich aus. Was ist denn der am ungemütlichsten aussehende Weg? Den sollten wir nehmen, denke ich. Links oben, links unten. Links oben meine ich. Links oben ist der am ungemütlichsten aussehende. Ja, würde ich sagen. Na dann. Ich scoute mal. Scoute mal, ja. Du schaffst es. Genau, wir schicken mal den Johan vorbei. Ich komme mal mit. Ist ja wirklich rutschig, das Eis. Ah. Oh, da ist eine Truhe. Oh. Hier oben. Ah. Ah. Schnell, Leute. Also ich bin bei der Truhe, ihr hakt euch aber... Achso, nee, ich hab mich nur an die Stacheln gehakt. Na gut. Ah, da kommen ja Dinger. Dinger? Ach, die Dinger. Okay. So, Timo, hast du schon reingeguckt? Ich guck mal rein. Guck mal rein. Hoffentlich ist es keine Mimik, das wäre jetzt echt übel. Ja, Heiltränke. Cool. Ja. Übrigens, wir können richtig froh sein, dass hier Stacheln um uns rum sind. Ne? Wenn das nämlich nicht so wäre, würde Lava auf uns runterregnen. Oha. Das sieht aber richtig cool aus, wie die so flackert, dunkel und hell wird. Ja. Hat irgendwie was. Bedrücktes. Hat jeder seine Tränke? Ich hab meine Tränke. Nö. Ja. Mal Fee hier. War das jetzt komplett der Linksweg? Ja, ne? Ganz wichtig, nochmal schnell eine Balliste aufstellen. So. Wo steht die denn jetzt? Oh, das ist schwierig jetzt. Kann man schaffen. Ja. Okay. Wohin überhaupt? Da wo wir hergekommen sind, müssen wir wieder hin. Na dann. Stimmt, wir können einfach ganz viel Eis für euch hier hinbauen, ne? Aua. Ah! Eben war da noch was. Oh Mist. Na, alles gut. Hat anscheinend nichts genützt, das Eis. Naja. So, also oben links war gut, aber nicht perfekt. Oben rechts, hast du gesagt, gibt's auch. Und achso, oben rechts und unten rechts nimmt sich nichts, ne? Dann ist oben rechts ja besser. Machen wir oben rechts. Oder ist das einfacher? Vielleicht ist es auch nicht einfacher. Es ist stachelig. Es ist überall stachelig. Das okay. Also oben rum war okay, aber ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Ah, da kommen Gegner. Ich glaube, ich atme mal wieder ein bisschen. Okay, aber hier scheint auch nichts zu sein. Ja. Jawoll, alle sind da. Ups. Nochmal ein Trank, jawoll, genau, perfekt. Sehr gut, Vorsicht. Wer da unten auch immer hängt. Timo ist grün, ne? Dann Timo. Ja, leicht oben rechts von uns sehe ich eine Plattform. Da geht's wahrscheinlich hin. Timo? Bist du gerade in der Lava baden? Leckt. Ah, okay.
Ja, da ist leider nichts zu machen, würde ich sagen. Dann. Okay, Timo, komm mit mir, ich bin auf... Ich das bin sah gerade super lustig aus, wie du einfach in der Lava warst. Für relativ lange. Mann! Nur so lange kann man überleben. Ah! Ja. Gibt es jemand, der sicher steht? Ja. Ich bin gerade in der Lava, ersoffen. Sicher. Okay. Okay. Nee, ersoffen nicht, ha. Du bist... Was bist du denn? Du bist da... Erbrannt. Erschmolzen. Nicht so leicht. Ach Gott, jetzt sind da noch Stacheln im Weg. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Also diese Raketenschuhe sind schon mal ganz gut zum Navigieren. Das kann man schon mal sagen. Wupsi, wups. Oh cool, ihr habt dem Skelett Zähne gemacht hier, dem toten Oh, jetzt sind die raus. Sah ein bisschen lustig aus. Ah, ich bin unter dem. Oh, das ist schwierig. Da kann man wahrscheinlich keine Plattform mehr nach unten bauen. Vorsicht. Okay, ich stehe safe hier. Falls jemand den Teleport nutzen möchte. Gott, der Feuertempel. Ah, ich hoffe, wir kommen gleich in einen anderen Abschnitt. Vorausgesetzt, der ist ohne Teleporter. Das ist ganz schön happig hier. Es ist echt. Na gut, das ist ja auch der letzte Tempel. Der darf auch am schwierigsten sein, oder? Ah, ich bin zu weit gehüpft. Mann! Oh! Hier ist es gefährlich. Okay, ja, sehr gut. Da kann man sich rüberhaken, oder? Reicht das? Nee. Ja, aber man kann mit zweimal machen. Na gut. Aua. Toll, jetzt ist hier so ein Block. Hä? Oh ja. Das ist eine sehr gute Idee, einfach so auf das Eis springen und dann teleportieren. Teleportieren? Haken. Auf das Eis springen und dann teleportieren, das ist natürlich auch super. Oh oh. Timo steht auf sehr dünnem Eis. Okay, das sieht gefährlich aus, Sound. Ich scoute mal. Ja, also oh, hier ist sogar Boden. Man kann kommt her. Links unter dir kann man stehen. Wo ist Boden? Echt Boden. Oh, super. Oh oh. Was ist oh mein Gott, was ist das denn? Wieso? Johann sagt, es ist safe und dann kommt ein Boss auf einmal an. Ey, ich hab nichts getan. Hatten wir den nicht schon mal? Ja. Oh Gott. Haut ihn! Beschwört eure Ballisten. Oh ja. Und immer bei den Ballisten stehen, damit das Vieh auch hierher kommt. Timo, spiel nicht den Helden. Hä, hey, aber wir sind doch hier die Helden. Ja, aber okay. Timo muss ihn ja nicht alleine. Okay, das war's. Hier ist ein Schild. Was steht da? Ich will lesen. Dann lies. Oha, hört mal zu, pass auf. Eieiei. Only one lever leads the way, the others lead to traps. Counting from left to right, top to bottom, the correct lever is the number of pieces in the Triforce. The number of pieces in the Triforce? Was ist denn the number of pieces in the Triforce? Müsste eigentlich 3 sein, oder? Exakt. Also der dritte... Counting from left to right, top to bottom. 1, 2, 3. Dann müsste das ja der hier sein, oder? Ja, drück mal. Nein, ich will aus dem Weg gehen, falls es der falsche ist. Ich hab ihn gedrückt. Okay, war wohl richtig, ne? Was machen denn die anderen? Ja. Ich guck mal kurz. Mach mal. Ich guck mal kurz. Oh, da kommt ein Boss! Das ist schon wieder. Ist wieder da. Hat jemand noch einen anderen Schalter gedrückt oder war das jetzt der eine nur? Nee, das scheint nur der eine gewesen. Ja, cool, also hier können wir richtig gemütlich Bosskämpfe machen. Gemütlich ist gut. Unsere Ballisten machen das schon. Ich bin bald tot. So. Ja.
Na gut, also wir haben auch mal geguckt, was passiert, wenn man den Falschen drückt. Ja, wir sind ja hier auch quasi als Reporter unterwegs. Wir müssen ja sagen, was die Map so kann. Okay. Da unten sind schwarze Schleime, nee, blaue Schleime, die aussehen wie schwarze Schleime. Also Vorsicht ist geboten. Okay. Also geht's hier einfach weiter, oder? Also es sieht Boden... Ja, es ist Boden, ja. Echter Boden, oh, ist das schön. Ich hab Angst hier, Johann hat ja eben aus Versehen irgendwie einen Bosskampf getriggert. Ich weiß nicht, wie es passiert. Das an der nächsten... Boah, Vorsicht, Fallen! Hier sind direkt Fallen vor uns, überall sind Boulder. Oh, okay. Oh, wow. Ich scoute. Einfach schnell durch und einer aktiviert alle, ne? Okay. Okay, warte, dann kann sich der Rest hier oben ranhängen, dann sind wir hier safe, glaube ich. Da, wo ich bin. Oder da, wo Timo ist. Okay. Oder da, wo du bist. Ich lauf durch. Da ist ein... Ja, du hast noch einen aktiviert. Aber einen hast du mindestens vergessen. Ja, kann ich alle aktivieren, ne? Auf einmal. Man kann alle aktivieren. Achso, ein bisschen hin und her laufen, dann geht das, ne? Okay. Da ist kommt schon der Nächste angelaufen. Noch ein Stein. Aktivierst du jetzt alle, Johann? Ja. Den einen bitte nicht, sonst bin ich eingesperrt. Jetzt fällt einer. Was? Echt? Den ersten. Ich bin nämlich gerade da, wo der Boulder war. Okay, da weiß ich aber nicht, wo der nächste ist. Obwohl, drückt den mal doch jemand. Ich will mal sehen, was dann passiert. Nix, na gut. Okay, also gut, jetzt ist es safe. Johann hat den Weg safe gemacht. Naja, mehr oder weniger. Hier geht's ganz schön tief. Mehr oder weniger. Du hast gesagt, du hast alle aktiviert. Hat er gar nicht gesagt, oder? Oh Gott, ich bin... In der Falle! Ich bin in die Mitte... Au, und dann fällt mir auch noch ein Stein auf den Kopf! Johann! Ah! Du hattest eine Aufgabe! Ich weiß. Ich bin mit dem Druck nicht klargekommen. Hä? Wo kommen wir jetzt hin? Aua, jetzt ist mir noch einer auf den Kopf gefallen! Der hat mich sogar erwischt. Also so richtig tödlich. Bin gleich wieder da. Hier ist eine Truhe, folgt mir. Oder teleportiert euch zu mir. Achso. Wo denn? Wo bist du denn? Der springt da rum. Oh. Da. Oh Gott. Aua! Ich muss reinzoomen. Ach, ihr seid schon alle beisammen, ne? Ja. Na dann? Okay. Das ist jetzt hier das Secret, oder was? Oh, rechts. Uiuiui, da ist der. Ist der Feuertempel zu Ende? Okay. So, hat jeder seinen Stuff rausgeholt? Ja. Ja. Johann, du könntest dich theoretisch mal heilen. Idee. Pass auf, Leute, hier ist es nicht so leicht rauszukommen. Ja. Also nur mit Springen kann man da schon raus. Ohne Haken. Achso, okay, stimmt. Ja, oh ja, aber das ist sehr knapp. Was? Ich schiff das nicht. Oh, Kacke ist. Ah, ich kann mich nicht loshacken. Naja. Hast du den zweiten Luftballon noch, Manu? Ja. Also, es ist recht präzise, dass man, bis man hier hochkommt. Ja, das ist nichts für mich. Präzision ist nicht meine Stärke. Ja, du musst, glaube ich, länger gedrückt halten, die ersten Sprünge. Genau. Und dann. Ja. Das war im Prinzip genau richtig. Das war ein bisschen zu spät. Oh. Du kannst dich auch hochteleportieren, wenn du willst. Ja. Das ist immer eine Option. Weiß denn jemand, wo es lang geht, wo der richtige Weg ist? Eigentlich gleich da sein. Einfach nach unten. Genau. Ah, okay. Der einzige Weg zumindest, den es noch gibt. Ja, hier sieht's gut aus. Aber hier ist noch eine Falle. Vorsicht. Oh, eine Falle. Oh, da ist mein Grabstein. Nee, oder es ist nur ein Knopf, der die Fackeln aktiviert. Ah. Oder auch nicht. Und dann? Okay. Ja, dann sieht's wahrscheinlich nach sowas aus. Oder? Ah, mach mal Licht an. Was? Wir müssen uns da ranhaken? Sieht so aus. Are you kidding me? Nope. Wir hätten uns durchaus mal noch einen tolleren... Noch einen tolleren Enterhaken. Naja. Muss auch nicht. Ist okay. Also bisher reicht er eigentlich für diese Sachen. Oh nein, finden wir noch einen Safe Spot?
Ich würde gerne Pause machen. Stehen wir gerade alle sicher? Bis auf Timo? Ja. Ich stehe sehr sicher. Okay. Dann lass uns einfach nochmal durchatmen hier. Wir sind vermutlich relativ weit fortgeschritten im Feuertempel. Wir haben zumindest schon einige Rätsel gelöst und auch schon einige Schatztruhen gefunden. Und ich hoffe und denke auch, dass wir ihn in der nächsten Folge abschließen können, oder? Bestimmt. Ja, machen wir. Okay, in der nächsten Folge dann also mehr vom Feuertempel. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.